glaube, gerade jetzt, wo in der Gesellschaft viel politisch passiert, sich viel bewegt, werden Bücher immer wichtig sein. Es ist ein Genuss zu lesen. Und den gilt es zu vermitteln. Und den vermitteln wir nicht, wenn wir so ultraschlau und elitär daherkommen. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. In Deutschland gibt es etwa 6000 Buchhandlungen und sehr viele von ihnen sind ganz schön schön und machen ihre Sache ganz schön gut. Eine von diesen Buchhandlungen befindet sich im Heusweg 33 in Hamburg-Eimsbüttel. Für die 33. Folge von Hansa Rauschen habe ich mit zwei Buchhändlerinnen gesprochen, die in dieser sehr besonderen Buchhandlung mit vielen Veranstaltungen, Ideen und sogar einem großen Antiquariat arbeiten. Mit Ragnar Lüders, die schon 1956 gegründete Buchhandlung in den 90er Jahren übernahm und gemeinsam mit Thomas Bleitner leitet, und mit Eva Jakobait, die dort seit einigen Jahren arbeitet. Wie sich in einem guten Beratungsgespräch so gehört, ging es bei uns um viele verschiedene Themen. Von Buchtipps bis zum Umgang der Buchwelt mit Corona und den Ladenschließungen. Und es ging, so viel verrate ich jetzt schon, auf sehr schöne, optimistische Weise um all das. Wen diese Umgangsweise freut, der oder die sollte sich dringend mal den Instagram-Kanal der Buchhandlung Lüders angucken und die Buchhandlung besuchen. Oder eine andere. Es gibt ja wunderbarerweise, wie gesagt, fast 6000 von ihnen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Ragnar Lüders und Eva Jakobait sind heute hier bei Hansa Rauschen. Wir sprechen über Buchhandlungen. 2020 sind Buchhandlungen ein großes Thema gewesen. Sie sind immer ein großes Thema. In diesem Jahr vielleicht noch stärker, weil es ja die Zeit der Ladenschließungen gab und da auch ganz viel darüber geredet wurde, wie das überhaupt mit dem Buchhandeln und überhaupt mit dem Buchmarkt so vor sich gehen soll. Und ich glaube, viele Leute haben sich da auch an schöne Buchhandlungen erinnert. Wir reden heute mit einer schönen Buchhandlung. Die Buchhandlung Lüders in Hamburg ist eine Buchhandlung, die einfach berühmt und bekannt dafür ist, dass es nicht eine ganz normale Buchhandlung ist, sondern was Besonderes. Und damit bin ich bei meiner ersten Frage an euch beide, an Ragnar Lüders und Eva Jakobait. Wenn man über schöne Buchhandlungen redet, kann man den Spieß ja auch gleich umdrehen und erstmal sagen, gibt es eigentlich etwas, wenn ihr irgendwo anders in eine komische Bahnhofsbuchhandlung oder so reinkommt, wo ihr mal denkt, och, das ist ja ein trauriger Anblick, das ist aber nicht schön. Gibt es für euch manchmal richtig so Momente, wo euer Buchhändlerherz euch wehtut, weil ihr denkt, das ist nicht toll oder wie ist das? Das gab es tatsächlich schon mal. Ich bin in eine Buchhandlung gekommen und viele Bücher waren quergestellt, die Regale waren nur zu ein Drittel gefüllt, es standen irgendwelche Keramikeulen in den Regalen und es war sehr verstaubt und der hintere Raum, der auch Verkaufsraum war, der war voller Ordner, alles aufgeschlagen, sichtbar für jeden. Also da hat sich mein Buchhändlerherz doch ein bisschen zusammengezogen. Wie geht dir das, Eva? Also generell liebe ich eigentlich alle Buchhandlungen. Aber das stimmt schon, also wenn die Atmosphäre in der Buchhandlung irgendwie so ein bisschen kalt ist oder ganz viele Titel fehlen, die einem so am Herzen liegen, man sieht nur Bücher, mit denen man nicht unbedingt so viel verbindet, dann ist das für mich schon auch immer so ein Moment, wo ich dann gerne an unsere Buchhandlung denke und sehr froh bin, dass ich ja bei uns arbeite. Bekommt man so einen ganz speziellen Blick als Buchhändlerin dafür, wie man überhaupt Bücher stellen kann in Buchhandlungen? Ist das sowas wie, Tapezierer sofort auf die Tapete gucken? Habt ihr da was ganz Spezielles, was gecheckt wird? Du hast jetzt sofort gesagt, Titel, die fehlen. Ist das so ein Kriterium? Oder was ist das, was man zuerst überprüft, wenn man in die Buchhandlung reinguckt? Naja, also wir schauen, oder beziehungsweise ich schaue schon auf jeden Fall erstmal darauf, welche Bücher liegen da. Also das ist schon so der erste Blick, der auf jeden Fall auf das Inhaltliche geht und dann aber natürlich auch auf die Ästhetik. Ja, also wenn ich in Buchhandlung bin, gucke ich natürlich auch auf die Auswahl der Titel. Und ich habe mich schon ganz oft ertappt in absurden Situationen, dass ich anfange, Bücher gerade zu rücken, hinzustellen. Halt die Finger still. Also das ist in Fleisch und Blut übergegangen, dass auch eine gewisse Ästhetik in der Buchhandlung sehr wichtig ist, finde ich.
Es gibt ja immer die große Rede und in Verlagen reden wir über dieses Thema unglaublich viel, dass es viel zu viel Bücher gibt. Man hat vor ein paar Jahren noch gesagt, dass es fast 100.000 waren, die pro Jahr rauskamen im deutschsprachigen Raum. Ist das eines der größten Probleme bei diesem, welche Titel man da haben soll, dass ihr die ganze Zeit das Gefühl habt, ihr werdet überschüttet, ihr wisst gar nicht, wie ihr das alles reinbekommen sollt in die Buchhandlung? Oder ist das eher so eine Verlagssicht, dass man das Gefühl hat, wie sollen die das hinkriegen? Also dazu gibt es ja zum Glück Verlagsvertreter, die uns ausgiebig besuchen, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Wir verwenden viel Zeit darauf, vorher schon die Vorschauen, die ihr verschickt, genau anzusehen. Und die Leseexemplare sind auch sehr hilfreich, die verschickt werden. Die werden auch tatsächlich bei uns gelesen oder angelesen. Und bei vielen Verlagen ist es klar, dass wir eine sehr große Auswahl nehmen. Ja, insofern habe ich nicht das Gefühl, wir sind überwältigt von der Vielzahl der Titel, sondern natürlich geht es um eine genaue Auswahl. Da finden bei uns auch kleinere, unabhängige Verlage viel Raum, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Insofern, ja, es kostet viel Zeit, aber das ist eben auch der Spaß am Beruf. Und diese Zeit, die man da investiert, wie funktioniert das eigentlich? Ist das ein ständiges Gespräch von allen in der Buchhandlung oder ist das dann von Vertreter zu Vertreter? Wann geschieht das eigentlich genau, dass immer ausgewählt wird, was da eigentlich zu liegen kommt in so einer Buchhandlung? Ja, also das ist auch ganz unterschiedlich. Wir sind natürlich ganz viel im Dialog miteinander. Also jeder von uns hat seine Lieblingsautorinnen und Autoren, die natürlich dann auch eingekauft werden. Wir schauen uns die Vorschauen an, sagen dann auch direkt, von dem Titel hätte ich gerne so und so viele, weil das verkaufe ich auf jeden Fall. Wir sind natürlich aber auch im Dialog mit den Kunden. Also wir haben schon auch die Situation, dass unsere Kunden uns Bücher empfehlen und wir dann sagen, okay, wir kennen deinen Lesegeschmack, wir schauen da jetzt auch mal rein und positionieren das Buch dann vielleicht entsprechend. Und natürlich dann das Vertretergespräch, wie Ragnar eben schon meinte, ist natürlich sehr ausschlaggebend. Wir haben aber natürlich auch so eine gewisse Auswahl. Also manche Bücher passen vielleicht auch gar nicht so in unseren Laden unbedingt. Also wir schauen schon, dass das Bücher sind, an die wir auch glauben und die wir auch gerne präsentieren möchten. Und die unser Herz und unseren Verstand berührt haben. Das ist eine schöne Formulierung. Ich finde es immer so auffällig, dass Buchhandlungen natürlich eben was vollkommen in ihren Stadtteilen und so Verankertes sind und dass man da schon immer so viel daraus, man kann immer sehr viel darüber lernen, wie da überhaupt die Gegend tickt, wie so der Kiez funktioniert und so. Ihr seid ja in Eimsbüttel eine Buchhandlung. Was könnte man denn, wenn man nur eure Buchhandlung angucken würde, daraus schließen, was das für Leute sind, die um euch herum wohnen, die bei euch vorbeikommen? Oh, das sind kluge Menschen, die Lust haben, sich inspirieren zu lassen, die gerne unterhaltsame Bücher lesen, die Bücher lesen, die sie ihren Blickwinkel erweitern lässt, über den Tellerrand gucken lässt. Genau. Und die sich auch politisch positionieren. Unbedingt, ganz wichtig. Also wir haben sehr viele Gespräche, die, also wir sagen auch immer, wir möchten irgendwie auch so einen Diskursraum schaffen. Ganz viele Menschen, die sich für Umwelt interessieren, für aktuelle Debatten neben der Literatur. Also das ist auf jeden Fall ein sehr lebendiger, sehr interessierter Stadtteil. Entsprechend nutzen wir auch unser Schaufenster, das zu bestimmten Themen ausgestellt wird. Jetzt haben wir gerade Black Lives Matter und wir hatten auch schon Umweltthemen, Frauenthemen und das ist das große Geschenk einer Buchhandlung, einer unabhängigen Buchhandlung, dass wir das, was uns am Herzen liegt, was uns wichtig ist, dass wir das transportieren können und wir kriegen eigentlich bei jedem Fenster von den Eimsbüttlern oder von denen, die auch vielleicht von weiter her kommen, sehr, sehr viel positives Feedback zu unserer Gestaltung. Die Buchhandlung gibt es ja schon länger. Die hat ja nicht zufällig auch den Namen von dir, Ragnar Lüders. Und die Buchhandlung hat sich aber, glaube ich, sie ist tatsächlich auch mal umgezogen im Stadtteil. Und sie hat sich ganz bestimmt auch verändert. Gibt es denn so etwas wie Moden im Buchhandel, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dass politisch interessiert Diskurse, dass solche Sachen stattfinden?
wenn ich mich erinnere an die Buchhandlung meiner Kindheit, dann war das nicht so, glaube ich, in der Stadt, aus der ich komme, wo eigentlich vielleicht ein ähnliches akademisches Publikum wäre. Also unsere Buchhandlung war bekannt als der Rote Lüders, damit war mein Vater gemeint. Wow. Wir hatten eine große sozialistische Abteilung. Ich weiß noch genau, wo die stand. Kein Mensch möchte mehr diese Bücher lesen, aber wir hatten eine große Auswahl. Insofern das politische Engagement, damit knüpfen wir unmittelbar an die Tradition dieser Buchhandlung an. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist das noch mal stärker in den Fokus gerückt, auch wieder. Mhm. Jetzt war dieses Jahr ja ganz viel von was ganz anderem die Rede, nämlich, dass so dieses Reden darüber, dass überhaupt Bestseller immer mehr dominieren würde, dass Amazon ganz viel abgraben würde, dass die Leute ganz anders konsumieren und so weiter, was zumindest, wenn man im Verlag arbeitet, oft wie so ein Schreckgespenst da ist. Das wurde nochmal eben sehr präsent, als es plötzlich hieß, wir wissen gar nicht, wie lange die Läden jetzt schließen, was im März eben passierte. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? War das so, dass ihr dachtet, wir machen ja eigentlich eine ganz gute Sache und jetzt kommt hier der völlige Zusammenbruch, jetzt ist es von einem Tag auf den anderen vorbei? Oder was geschah da im März bei euch? Also als ich gehört habe, dass die Buchhandlung schließen muss, war das wirklich wie ein Beben, das durch meinen Körper ging. Das kann ich ganz genau noch erinnern. Unser Laden war mal insgesamt in den 60 oder 65 Jahren, glaube ich, die es den Laden gibt, 20 Minuten nicht geöffnet, weil jemand verschlafen hatte. Also das war schon ein totaler Schock. Und wir haben sehr schnell reagiert. Wir haben ja insgesamt dann 4 Tage nur schließen müssen. Also da sind andere ja sehr, sehr viel schlechter dran gewesen. Wir haben dann mit einer Bücherklappe gearbeitet und sofort Zoom-Meetings angeleiert und uns zusammengesetzt, gebrainstormt und ganz viel Kreativität ist frei geworden. Und das war auch bei all dem Schrecken, das haben wir wirklich gut genutzt, diese Energie, und was Gutes draus gemacht. Und wenn du jetzt sagst, so Bestseller, dass das das Einzige ist, was übrig geblieben ist, das können wir gar nicht sagen. Wir haben auch viel dafür getan, dass das nicht so sein wird. Das ist eh nicht unser Fokus jetzt, dass wir vor allen Dingen Bestseller verkaufen. Das ist vielleicht schon klar geworden in dem Gespräch. ja, dem konnten wir auf jeden Fall entgegenwirken und haben wir auch. Und das hat, wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, teilweise wirklich 14 Stunden. Wir haben wir haben 2 Teams gebildet und entsprechend waren wir nicht immer so gut aufgestellt personell, aber es war ein ganz tolles Gefühl zu merken, wie wir uns aufeinander verlassen können. Der Zusammenhalt war total klar da und die Kunden haben eine enorme Solidarität gezeigt. Das werde ich nie vergessen und wir werden es alle nie vergessen. Ja, genau. Und auch so dieser Online-Handel, der dann natürlich so ein Schreckgespenst war, so bestellen jetzt alle bei Amazon, das war bei uns irgendwie, also das haben wir so nicht gemerkt. Die Kunden sind gekommen, haben gefragt, wie können wir jetzt bei euch Bücher kaufen? Am Anfang haben wir dann viel natürlich über den Shop gemacht. So, wir hatten natürlich wie alle Buchhandlungen in den Tagen, wo die Fläche eben nicht begehbar war, das Problem, dass die Titel, die wir eingekauft hatten, natürlich da lagen und wir den nicht an den Mann bringen konnten. Aber wie gesagt, da war dieses Gespräch mit den Kunden da, die dann eben viel angerufen haben, viel über Mail bestellt haben und dann eben auch den Präsenzbestand in der Buchhandlung gekauft haben. Wir haben so ein paar Aktionen angeleiert, wodurch wir ganz viele Bücher noch zusätzlich aus dem Laden verkaufen konnten. Und haben natürlich wahnsinnig viel versendet, waren plötzlich ständig bei der Post. waren so eine, unser Kollege sagt immer, eine Versandbuchhandlung für ein paar Wochen. Von heute auf morgen zur Versandbuchhandlung geworden. Genau, also das war schon ganz, ganz anderes Arbeiten. Und natürlich haben die Kunden extrem gefehlt auf der Fläche. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, so dieser Zusammenhalt, der dann auch im Team spürbar wurde und vor allen Dingen auch im Stadtteil, das war schon enorm. Also da hat man nochmal gemerkt, wie wichtig der Laden auch für die Kundinnen und Kunden ist. Also, und das war total schön, das so zu erleben. Es gab um mich herum viele Buchhandlungen, die ich mitbekommen habe, die in der Zeit echt nochmal sehr, sehr viel machten, genau mit sowas wie Online-Bestellung ermöglichen über die Webseite auf komfortable Weise. Das gibt es ja seit ein paar Jahren eine Meta-Webseite, über die das eigentlich einfach einzurichten ist für Buchhandlungen.
Aber ich glaube, da passierte noch mal ganz viel. Das war schon so eine Art Innovationsschub, der ja auch toll ist für unabhängigen Buchhandel. Ich habe da trotzdem manchmal, ehrlich gesagt, so ein komisches Gefühl, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob das ist, was unabhängige Buchhandlung wirklich ausmacht. Wenn ich eigentlich nur, um die Buchhandlung grundsätzlich zu unterstützen, über deren Webseite bestelle und dann einmal schnell am Laden vorbeischlappe und das Buch abhole, dann ist das doch nicht die Zukunft von guten Buchhandlungen, oder? Das ist doch nicht die Antwort auf Amazon und so weiter. Das erleben wir auch überhaupt nicht so. Klar gibt es Click and Collect, das ist ja das, was du gerade meinst, ne? Dass Leute online bestellen und das Buch dann in der Buchhandlung abholen. Das passiert schon. Nur, also der Großteil der Kunden ist da und lässt sich inspirieren durch das, was wir ausliegen haben und möchte mit uns ins Gespräch kommen über Bücher. Und das macht uns aus. Und das ist keine Abholstation für im Internet bestellte Bücher. Also bei weitem überhaupt gar nicht. Das kann ich ganz klar sagen. Das ist nicht der Fall bei uns. Klar kann ich nicht für alle Buchhandlungen sprechen, aber für uns ist es definitiv nicht so. Wir werden jetzt bestimmt nicht in der Stunde oder weniger, die wir hier haben, irgendwo den schwarzen Peter hinschieben und sagen, andere machen das schlechter oder so. Trotzdem, ich sage das jetzt einfach mal, gibt es ja manchmal so Gefühle, dass der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der so ein bisschen die große Organisation ist, dass der jetzt nicht so richtig viel macht, um tatsächlich Buchhandlungen darin zu unterstützen, was sie tun könnten. Da gibt es dann ein paar Plakate und so weiter. Habt ihr oft das Gefühl, dass es mehr Ideen geben könnte, wie man das alles toll weitermachen könnte? Oder braucht man da gar nichts von außen und ihr macht das einfach selber? Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass von außen irgendjemand mir ein Plakat schickt und sagt, was ich machen soll. Die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber gut, was du sagst. Wir tauschen uns schon auch aus mit Kollegen, also mit anderen Hamburger Buchhandlungen. Wir gehen essen oder telefonieren, treffen uns und empfinden uns auch jetzt nicht so als unmittelbare Konkurrenz, sondern eher als Kollegen, die sich unterstützen. Aber ich finde gar nicht, dass ich jetzt nach außen gucke und sage, liefer mir mal ein paar Ideen, wie ich meinen Laden machen soll. Also nee, das finde ich nicht so. Genau, und die Vernetzung, wie du schon gesagt hast, findet, also gerade in Hamburg bei den unabhängigen Buchhandlungen, findet ja total statt. Also man ist es gab einige Aktionen in den letzten Jahren, die gemeinsam organisiert wurden. Da ist man irgendwie auch so in seiner städtischen Struktur schon auch miteinander irgendwie verbunden. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir viele Leute im Team haben, die einfach ganz, ganz viel Input bringen. Also wir sind da ganz viel im Gespräch. Jeder darf sagen, ich hätte gern Fenster dazu. Oder Instagram ist ja auch irgendwie ein großer Aspekt geworden, der auch viel verändert hat. Also da kommt auch schon ganz viel so aus der Ladendynamik. Was auf so eine Weise entsteht, über sowas spricht man ja trotzdem häufig, das machen wir im Verlag ja genauso, was nun wirklich was bringt und was einfach so ein bisschen so Zusatz ist oder nur eine schöne Idee und nach einiger Zeit lässt man es wieder. Das ist mit diesem Podcast hier genauso, dass es da auch Ältere gibt, die das durchaus wohlwollend sehen, aber die trotzdem sagen, ihr Jüngeren, macht mal, ob das jetzt wirklich irgendwas verändert dafür, welche Bücher wir hier machen, ist eher fraglich, so ungefähr. Und wie ist das bei euch mit so Sachen wie Instagram oder Facebook? Solche Sachen macht ihr ja auch sehr interessant und schön, finde ich. Aber ist das ein bisschen, dass man eher denkt, das ist halt auch jetzt eine Sache, die man gerade macht und ist so ein kleiner, netter Zusatz? Oder ist das richtig, dass ihr denkt, das muss man jetzt machen, das ist wichtig, das brauchen wir sozusagen? Also dazu kann ich ganz klar sagen, Instagram habe ich angefangen, meine Tochter hat mir davon erzählt und ich dachte erst, mein Gott, was ist das für ein Schwachsinn? Weil sie hatte einen Account. Klar, sie ist ein sehr hübsches Mädchen und hatte ganz schnell viele Follower. Und ich dachte, man muss das denn sein? Aber sie sagte, Mama, mach das doch mal. Wir waren in Marokko und wir haben diesen Account angelegt. Und es hat keine Woche gedauert und ich war Feuer und Flamme dafür. Und ich habe ganz klar, es ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her oder so, ich habe ganz klar den Entschluss gemacht, ich mache nur das, wozu ich Bock habe. Es ist mir völlig egal, wie das irgendjemand findet, irgendwelche intellektuellen Leser, die das vielleicht merkwürdig finden. Es ist mir total egal. Ich mache es genauso, wie ich Lust habe. Und so mache ich das auch. Ich mache das nicht, wie du eben gesagt hast, weil es was bringt. Oder das war auch überhaupt nicht der Moment, das zu machen. Es soll was bringen, sondern es soll, ja, wenn es was bringen soll, Spaß bringen. Und das tut es enorm.
wir haben inzwischen alle viel Spaß und wie du sagst, ja, die Älteren, wobei ich selber ja auch zu den Älteren gehöre, aber die Älteren waren total dagegen am Anfang. Und aus welchem Grund? Weil das nicht seriös war? Oder? Peinlich, es ist peinlich. Ich schäme mich dafür. Also ich habe Sachen gehört und es ist egal gewesen. Ich mache manchmal Sachen im Laden, die erstmal komisch gefunden werden. Und inzwischen, glaube ich, weiß jeder, dass ich habe noch keine Sache gemacht, die völlig daneben war. Ganz sogar daneben war. Ja, und es sind alle mit einbezogen inzwischen. Wir haben eine ältere Kollegin, die sich sehr für Lyrik engagiert. Wir haben ja einen ganz tollen, jeden Sonntag machen wir ein Gedicht. Das sucht sie aus mit ganz viel Sachverstand. Und so sind wir alle, ja, jeder trägt ein bisschen was dazu bei. Und das ist mir zum Beispiel eine echte Herzensangelegenheit, diesen Account zu machen. Und es macht mir rasend viel Spaß. Und es bringt ja auch auf jeden Fall was. Also ich finde schon, dass wir haben ganz viele Menschen, die von außerhalb kommen, die uns deutschlandweit auch über Instagram kennen. Ja, mit denen, also auch Buchhandlungen und Buchblogger oder Bookstagrammer, mit denen wir jetzt in Kontakt sind, die dann wirklich nach Hamburg fahren und uns besuchen kommen. Ja, also das ist schon nochmal so eine Vernetzungsstruktur und da erreicht man schon auch nochmal andere Leute mit. Also das ist, und man kann die Bücher natürlich nochmal ganz anders positionieren. Also wir schreiben da schon wirklich immer mit viel Mühe Texte zu den Büchern, inszenieren die Bilder und das sind ja auch alles Bücher, die wir wirklich sehr gerne und viel verkaufen möchten. Also. Ja, also für mich gibt es schon auch manchmal am Bookstagram, wie man das nennt, oder so, auch so tragische Aspekte, dass ich dann das Gefühl habe, es wird gar nicht mehr eigentlich über das Lesen oder so gesprochen, sondern es ist eigentlich nur so ein komisches, so ein kulturelles Coffee-Table-Ding, dass das irgendwo so inszeniert wird und ein Buch steht dann halt dafür, dass man sich mit irgendwas beschäftigt oder so. Manchmal macht mich das auch ganz traurig, wenn ich einfach nur so wahnsinnig ästhetisierte Fotos von Büchern sehe, und denke, Mensch, ein Satz dazu, warum du es gut gefunden hast. Aber was ihr gerade beschreibt oder vielleicht wie auch euer Account ist oder wie viele dieser Accounts ja sind, ist es ja dann immer anders, dass es wirklich so Vernetzung gibt und Leute, die über bestimmte Sachen gemeinsam sprechen und sich auf was hinweisen und es auf eine witzige Art machen und irgendwie auch auf eine lockere Art. Das finde ich ja auch wieder was sehr Gutes. Ich komme ja auch aus einem seriösen Verlag. Vielleicht ist da ja auch manchmal ein bisschen nötig, dass so ganz bisschen die Manschettenknöpfe auch gelockert werden, auch wenn man ganz wichtige, tolle Sachen macht, dass man jetzt nicht alles so ernst nimmt, dass man niemals im Internet darüber sprechen dürfte oder so etwas. Nee, gar nicht. Also man positioniert, also ne, wenn wir über Positionierung im Laden sprechen, dann positioniert und Schauflächen, dann positioniert man ja auch übers Internet nochmal ein Buch anders. Also sehen einfach nochmal mehr Leute und wollen dann in den Laden kommen und sich das dann auch anschauen. Das ist ja nicht nur so, dass es dann virtuell bleibt, sondern darauf folgt dann ja auch oft eine Auseinandersetzung mit dem Buch. Und darum geht es ja irgendwie auch. Also ja, und ich finde es auch wichtig zu gucken, wie können wir auch jüngere Menschen für Bücher begeistern. Mhm. Und das, glaube ich, gelingt uns sehr, weil wenn ich jetzt gucke, wie sind unsere Kunden, dann haben wir sehr, sehr viele Kunden zwischen Mitte 20, Mitte 30. Und ja, das macht einfach total viel Spaß. Ja. Sehr befriedigend und ja, toll. Lasst mich eine zweite Frage stellen zu diesen Kunden, wer das überhaupt ist. Und das finde ich ja erstmal wahnsinnig erfreulich, weil das ist ja normalerweise genau das apokalyptische Bild, das gezeichnet wird, dass junge Leute nicht mehr lesen und dass das nur eine bestimmte Generation von Bildungsbürgern ist. Und das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das gelingt immer wieder mit tollen Büchern und interessanten Sachen und so weiter und das geht einfach weiter. Was mich viel besorgter eigentlich macht und was ich, glaube ich, tatsächlich, da bin ich da ein bisschen auf der apokalyptischen Seite, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es immer in so einem bildungsbürgerlichen, akademischen Milieu bleibt, dass es so unglaublich schwierig ist, über Bücher zu machen und die sich an Leute richten könnten, bei denen es nicht eh schon in der Familie so ist, dass auch die Eltern lesen und so weiter. Mhm. Wir sind ein sehr bildungsbürgerlicher Verlag. Ihr seid vielleicht auch in einer Ecke und in einer Stadt, wo bestimmt auch ein bestimmtes Milieu vor allem in die Buchhandlung kommt. Aber nehmt ihr das auch als ein Problem wahr?
Also wir können natürlich nur von unserer Erfahrung jetzt hier sprechen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Problem ist. Und ich glaube, dass wir alle, damit meine ich jetzt den Buchhandel, Verlage, gemeinsam dafür viel tun können, dass wir einladend sind, dass wir nicht stocksteif daherkommen, dass wir das Lesen etwas ist, was wir vermitteln, was ein ganz großer Genuss ist im Leben. Es ist so ein Genuss, ein wundervolles Buch zu lesen oder nach Hause kommen zu lesen. Da wartet dieses Buch auf mich. Das ist so eine Freude. Ich lese zum Beispiel gerade ein Leseexemplar von euch gerade. Oh, David Grossmann. Wunderbar. Oh, ich weiß so viele Menschen, denen ich dieses Buch empfehlen möchte. Ich bin, jeder Satz sitzt. Ich erlaube es mir wie Pralinen, nur in kleinen Happen zu nehmen, weil es ist ein solcher Genuss, dieses Buch. Und ja, da wird Lesen so zum Genuss. Also ich kann total schwärmen über Bücher. Und ich finde, da geht es nicht darum, dass es besonders, dieses Buch ist sehr, sehr klug. Und nicht nur intellektuell, sondern auf einer Herzens- und emotionalen Ebene. Es ist unglaublich klug, was der in wenigen Worten in der Lage ist, zu vermitteln. Das ist eine solche Kunst, und sich davon berühren zu lassen, ist ein unglaubliches Geschenk. Und ich glaube, es geht darum, genau das zu vermitteln. Und dass da sollten wir anfangen, ja, fröhlich zu sein mit Büchern und authentisch zu sein und uns zu zeigen, nicht nur, ja, ich bin so schlau, ich weiß alles, klar, keiner weiß alles, sondern, ja, dass wir ganz lebendig sind und entsprechend werden auch die Leser darauf reagieren, weil es ist ein Genuss zu lesen. Und den gilt es zu vermitteln. Und den vermitteln wir nicht, wenn wir so ultraschlau und elitär daherkommen. Das ist meine Meinung. Das war auch das schönste Plädoyer dafür, wie man das machen kann. Das glaube ich sofort. Eva, lass mich im Anschluss gleich eine Frage stellen. Das ist ja ein bisschen bei euch auch, dass ihr vielleicht zwei Generationen, das klingt jetzt so weit, wenn eine Generation 30 Jahre wäre, das stimmt überhaupt nicht. Ein bisschen jünger, und da kann man ja schon immer gut die Frage stellen, wie stellst du es denn vor? Man kriegt ja jedes Jahr seinen erschreckend schlechten Rentenbescheid und so weiter, und jetzt bist du auch noch in einer Branche, wo man echt nicht sagen kann, werden die Leute in 30 Jahren noch überhaupt auf Papier lesen und so weiter. Mhm. Hast du da immer das Gefühl, dass du was sehr Schönes machst, aber gar nicht weißt, wie es weitergehen wird? Oder ist das ein ganz anderes Lebensgefühl? Nee, also tatsächlich gar nicht. Also ich bin echt, mich wundert das immer so ein bisschen, wenn so negativ in die Zukunft geschaut wird. Klar bin ich jetzt auch nicht der große Zahlenmensch, der jetzt alle harten Fakten die ganze Zeit vor Augen hat. Aber also meine Erfahrungen, auch die Erfahrungen, die ich mit Freundinnen und Freunden mache, Menschen, die ich kennenlerne. Gut, ich bewege mich natürlich auch in so einem Uni-Kontext viel, aber auch mit den Kundinnen und Kunden ist schon, dass gerne gelesen wird. Es wird auch gefühlt mehr, also wenig digital gelesen. Also ich merke das schon immer, dass es so eine große Wertschätzung gibt für das gedruckte Buch. Und ich schaue da schon positiv in die Zukunft. Ich glaube, gerade jetzt, wo wir viel politisch irgendwie in der Gesellschaft viel politisch passiert, sich viel bewegt, werden Bücher immer wichtig sein. Und ich glaube, das wird konsistent so weitergehen. Also das wird nicht weniger werden. Da bin ich fest von überzeugt. Also, ich auch. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also als ich angefangen habe bei Lüders, da war das wirklich noch ein kleinerer Laden. Also wir waren weniger Leute. Und eigentlich in den 7 Jahren, die ich jetzt dabei bin, sind wir ständig gewachsen. Es ist unfassbar viel in Bewegung. Und das höre ich auch von Kollegen und Kolleginnen, dass die letzten Jahre wirklich gut waren für den unabhängigen, engagierten Buchhandel. So muss ich das, glaube ich, sagen. Dass es für die wirklich gut war. Und genau wie Eva sagt, wir sind nicht größer geworden im Sinne von Fläche, sondern von Personen auf der Fläche. Ja, das glaube ich auch. Also es gibt ja schon diese erschreckenden Zahlen, oder wenn man will, können sie einen erschrecken, dass die Anzahl von Buchkäufern sich über die letzten 10 Jahre verringert hat, um einige Millionen Menschen. Und das ist natürlich schon wirklich ein eindeutiger Verlust. Das kann man richtig empirisch nachweisen. Aber das andere ist genau das, was ihr gerade sagt, wo die Leute überhaupt was für Bücher kaufen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz anderer Trend,
dass wenn Buchhandlungen ein tolles Programm machen und wenn auch Verlage gute Sachen machen und so, dass da schon sehr, sehr viel gutiert wird und dass da Sachen sehr, sehr gut funktionieren können und dass es überhaupt nicht so ist, dass das alles abgerissen werden muss und schlecht läuft oder so. Ragnar, jetzt habe ich aber, weil das auch noch interessant ist, wenn du nämlich solche Sachen machst und hier jetzt gerade überall Meinungen hast und total drin bist und so weiter, stelle ich mir unglaublich vor, weil du machst schon mal was, was mir so hundertprozentig vorkommt, Inhaberin einer solchen Buchhandlung zu sein. Und jetzt hast du gleichzeitig noch einen zweiten Beruf, der auch völlig fordernd ist und hast eine komplette psychoanalytische Praxis. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe eine psychotherapeutische Praxis, bin nicht Psychoanalytikerin, aber das ist nur für die Fachleute wahrscheinlich relevant. Was ist deine Frage? Wie ich das mache? Warum? Wie du das machst und warum du das machst. Das mache ich ja gut. Ich bin Tochter einer Buchhändlerin, haben wir ja schon mal, eines Buchhändlers, das haben wir ja schon mal gesagt. Und ich bin nicht aus Leidenschaft Buchhändlerin geworden. Die hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und zwar so richtig, wie man ja vielleicht auch heute merkt. Und ich selber habe Psychotherapie in Anspruch genommen, viel. Und ich kann sagen, das hat mein Leben auf eine Qualitätsebene gebracht. Das hätte ich ohne niemals, wäre das möglich gewesen. Und es war mir ein so tiefes Bedürfnis, das weitergeben zu dürfen, zu können, dass mein Leben dadurch noch erfüllter wird. Und das ist auch der Fall. Seit 25 Jahren habe ich diese Praxis. Ich bin unendlich dankbar, auch diese Arbeit machen zu dürfen. Ich liebe beide Berufe. Das kann ich ganz klar sagen. Ich könnte mich nie entscheiden. Und es ist auch ein guter Gegenpol. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, diese beiden Berufe machen zu dürfen. Wie ist das für dich, Eva? Ist das, gibt es so ganz andere Interessen oder Welten? Oder hast du das Gefühl, manchmal hat man ja auch sehr stark, dass man denkt, ich will jetzt die eine Sache machen und sonst will ich auch ganz viel einfach abschirmen und möchte gar nicht irgendwo anders hingehen. Oder war für dich immer klar, dass du in einer Buchhandlung arbeiten möchtest? Also mein Weg ging ja auch erstmal über einen Verlag. Ich habe bei Rowohlt eine Ausbildung gemacht und im Zuge dessen habe ich dann ein Praktikum bei Lidas gemacht. Bin immer jahrelang oder monatelang in diesem Laden vorbeigelaufen, habe mich nicht so recht reingetraut, weil ich den so schön fand und auch noch, ja, keine Ahnung, sehr jung war und ja, und bin dann nach der Ausbildung ins Studium gegangen. Ich studiere auch immer noch im Master und Literaturwissenschaft natürlich. Und bin dann einfach in den Laden so reingewachsen. Also du bist reingekommen. Ich weiß noch genau, wie Eva da saß. Ich habe gesagt, empfiehl mir ein Buch. Das war so ein tolles Buch. Ja. Und sie haben natürlich gleich Ja gesagt, als sie da war. Und seitdem ist sie auch bei uns. Und für mich ist das... für mich ist das wahnsinnig schön. Also einmal das Team, das ist ganz, ganz besonders bei uns, so dieser Zusammenhalt, die Kundschaft. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt, wenn ich das mit meinem Studium vergleiche, so meine ganze Expertise, was Literatur angeht, das habe ich eigentlich von meinen Kolleginnen und Kollegen gelernt. Also das ist so, da ist ganz, ganz viel Input, der bei jeder Schicht, die ich da arbeite, kommt und es ist natürlich auch total schön, das mit den Kunden dann teilen zu können, das Feedback zu kriegen. Also ich sehe das als extreme Bereicherung. Es gibt für mich jetzt eigentlich gerade momentan keinen besseren Job, den ich jetzt so nebenher machen könnte. So ist es bei mir. Oh Gott, so wie ihr beide drüber redet, möchte man sofort selbst dort arbeiten. Bei uns arbeiten. Das geht vielen so. Ja. Nein, aber überhaupt spricht das ja ein ganz bisschen für die Welt, in der wir uns bewegen, weil es im Verlag ja auch ein Geschenk ganz oft ist, dass man überhaupt so unglaublich viel über Literatur redet mit Leuten, die sich sehr damit beschäftigen und einerseits auskennen und andererseits eben wirklich sehr liebevoll damit umgehen und sehr begeistert und so. Und das ist ja immer schön, irgendwie nicht ganz entfremdete Arbeit, wenn man auf so eine Weise damit umgehen kann. Was war denn für dich, Eva, ein Buch, das du in diesem Jahr viel empfohlen hast oder das dir am Herzen lag? Ja, also wir hatten Anfang des Jahres so eine kleine Aktion zu Shoah-Literatur. Ich studiere tatsächlich auch mit Schwerpunkt auf Exilliteratur und fand das super, dass wir da jetzt wieder halt die Fläche nutzen konnten, auch mal so ein paar ältere Titel wieder zu präsentieren. Ich habe dann Ist es ein Mensch von Primo Levi gelesen und Die Atempause. Nach solchen Ereignissen wie Halle und der Thüringen und Hanau finde ich das genau Literatur, genau.
die sehr wichtig ist, dass Buchhändler das sagen und das da liegt und einfach im Kopf und im Kanon drin ist. Das ist immer so ein Thema, wo man natürlich auch viel Überzeugungsarbeit leisten muss, dass sich wirklich jemand auch mit sowas auseinandersetzt und sich auch die Zeit dafür nimmt. Aber wir hatten ja auch noch ein Buch, was du jetzt dieses Jahr ganz, ganz toll fandest, die Sprache und Sein. Von Kübra Gümerschei, ja. Das hat mich sehr bewegt, dieses Buch. Wir haben ja auch eine Online-Lesung mit ihr gemacht. Ich habe sie kennengelernt. Und in jeder Phase kann ich sagen, sie überzeugt mit dem, was sie macht. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, gerade auch in dieser Zeit jetzt, genau zu gucken, wie formuliere ich, welche Sprache verwende ich, weil es auch unser Bewusstsein verändert. Und das ist ja auch gerade etwas, was passiert. Und ja, dieses Buch, dafür haben wir eine ganze Menge getan und mit viel Erfolg. Und dass zum Beispiel so ein Buch auf der Bestsellerliste landet, großartig. Also das erfüllt mein Herz mit Freude zu sehen, ja, so ein Buch wird verkauft und viele Menschen lesen das. Ganz toll. Das war auch unser Gefühl, dass es gibt Bücher, wo man irgendwie auch denkt, ja, das kommt bestimmt auf die Bestsellerliste und man wünscht es ihnen natürlich allen. Aber es gibt schon auch Bücher, die sind wirklich wie so Statements in die Zeit hinein, dass das gerade viele Leute beschäftigt und das ist einfach wichtig, dass ist dann fast wie so eine Demonstration, dass so etwas da sein kann und so viel geteilt werden kann. Und das ging mir mit Kübras Buch auch ganz stark so. Sind denn die Bücher, die ihr gerade gesagt habt, gibt es wirklich Leute, die in die Buchhandlung kommen und die gar nicht wissen, was sie kaufen und lesen wollen und mit denen ihr dann ein Gespräch führt und dann gehen sie mit einem dieser Bücher wieder raus aus der Buchhandlung? Kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Auf jeden Fall, ja. Also man hat ja so ein Gespür auch dafür, was will der Kunde oder die Kunden und worüber kann ich sprechen. Das ergibt sich dann ja relativ schnell und oft sind das lange Gespräche und ja, dann ergibt sich das einfach so. Also ich würde das Buch natürlich jetzt nicht jedem empfehlen, gerade wenn jemand sagt, ich will was für einen Urlaub und ich möchte was Leichtes lesen und so, dann gut, dann sage ich jetzt nicht Primo Levi, viel Spaß am Strand so, aber ja, aber das passiert schon viel. Also da oft kommen Leute ja auch suchend und wissen selber nicht so genau, was wollen sie. Und dann, wenn man das dann wirklich guten Gewissens verkaufen kann und sagen kann, so das bringt dich auf jeden Fall weiter. So, dann. Ich glaube, da kommen dann auch die Früchte der jahrelangen Arbeit, werden uns da zuteil, dass wir, also die Mitarbeiter sind meistens sehr, sehr viele Jahre bei uns und wir haben viele Stammkunden, die schon kommen, ja, letztes Mal, sie haben mir so ein tolles Buch empfohlen, kann man fast jedes Buch, also das hört sich jetzt übertrieben an, natürlich mit gutem Gewissen, jedes Buch in die Hand geben und dann kann man auch mit etwas von der Seite einsteigen und sagen, probier es doch mal damit. Weil es so eine Ebene des Vertrauens gibt. Oh Gott, ich glaube, dieses Gespräch ist ehrlich gesagt, das ragt völlig raus aus dem gesamten restlichen Internet. Denn normalerweise macht man doch irgendwie immer schwarzseherische, pessimistische, hartdiagnostische Gespräche. Und ihr habt jetzt gerade so viele Sachen gesagt, wo man das Gefühl hat, ganz viele Dinge funktionieren und vor allem sind auch sehr viele Sachen sehr schön, dass das alles immer wieder passieren kann, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, dass sich was weitergeben, dass gelesen wird, dass überhaupt einfach Kultur eine Rolle spielt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das war vielleicht die aufbauendste und optimistischste Podcast-Kunde, die wir bisher gemacht haben. Das ruft uns an, wenn ihr noch eine Dosis braucht. Wir kommen einfach vorbei. Noch besser, unbedingt. Klingt genauso, als müsste man das sofort tun. Danke für ihr beiden, das war sehr schön, hat sehr Spaß gemacht. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.